Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Live-Let's Play zu The Room 3. Ja, wir haben hier das letzte Mal aufgehört und wir haben hier einen, so einen Stiel oder irgendwie sowas haben wir hier aus der Maschine. Können wir uns, glaube ich, rausholen oder sowas? Ein zerbrochenes Holzstück. Das wird mir bestimmt nicht helfen. Du sammelst alles auf. Das befand sich an der Maschine. Aber es ist abgebrochen, genau. Das hing nämlich letztes Mal da drin und da haben wir rumgefummelt. Und, ja. Genau. So, wie geht's jetzt weiter? Wir haben hier noch so ein Stück Holz. Ein Holzstück, ja. Abgebrochene Stiel, bla, blub. Oh, was ist das? Kann man nicht benutzen. Kann ich das... Was ist das überhaupt? Das ist eine Walze oder was? Es geht da auf jeden Fall irgendwie rein, das Stück Holz, und dann wird da passiert irgendwas damit. Oder ist das ein... Ja, eine Walze eigentlich, ne? Vielleicht mit dem Gerät, mit dem Augengerät da hinten hin. Ne. Hier ist aber nix. Ach, schön. Holzstück ist zu lang. Hier neben ist doch so eine Kreissäge. Wir kommen weiter. So, dann jetzt dahin. Und das in die Bank rein. Das macht die einfach so von sich selbst jetzt. Aha. Okay, dann hätten wir ein neues gedrechseltes Holzstück. Hoffen wir jetzt nicht, dass wir da noch irgendwie einpinseln müssen oder so. Das wäre jetzt blöd. So. Das jetzt da. So.
Ach, das ist eine Druckmaschine. So, und das ist jetzt. Ah. Ah. Ich komme nicht weiter. Okay, wir haben auf jeden Fall ja noch die Hand hier vorne. Aber doch hier auf der Seite irgendwo. Da. Ach, guck mal, da steht sogar. Dreieck, Quadrat und die Faust. Dreieck, Quadrat, V. Dreieck, Quadrat, V. So, dann haben wir jetzt eine Steuerwelle gefunden. Das ist gut, weil die wird jetzt wahrscheinlich da vorne in die Hand reinkommen. Also den Arm mit der Hand. Da rein. Und jetzt? Ach stimmt, der hat den Schlüssel da. Ach, hier ist noch irgendwas zum... Okay. Da tut sich, glaube ich, nichts. Ja. Ein seltsamer Schlüssel. Gegen Ende vom vorletzten Kapitel, okay. Wir haben gerade kurz Pause. Das ist ja schön, dass du dann wieder hier vorbei stöberst. Oh. Wo kommt denn der Schlüssel hin? Hier? Ah, der ist noch hier in der Mitte, was? Aber der passt nicht. Oder muss man da wieder was gießen? Nee. Nee.
Ich verstehe den Schlüssel nicht. Kann man da noch was dran machen? Kann ich hier wieder raus? Nee. Also muss der Schlüssel hier irgendwas mit zu tun haben. Das. Und jetzt? Okay. Okay, das muss in die gleiche Richtung zeigen. So. Ja. Ah, jetzt kommen wir der ganzen Sache ein bisschen näher, du. Das sollte ja eigentlich so da drauf einfach gehen, ne? So. Was passiert jetzt? Okay. Ich kipp mir noch meinen letzten Rest Tee ein. Ein paar Tropfen, die da noch drin sind. Ja. Jetzt können wir. Oh, ich habe ein bisschen gesuddelt. Jetzt können wir. Oh, Leggy Popeggy. Sollten wir eigentlich. Oh, ich habe noch so viel Kram. Das Dreieck in die Mitte bringen. Die Pyramide, Entschuldigung. Okay. Nee, kein, ich glaube, das hast du mir schon mal vorgeschlagen. Also ich habe das auf jeden Fall irgendwo hier aufgeschrieben. 9 hours, 9 persons and 9 hours. Ein Büchlein. Ein Buch mit Ledereinband.